Moin moin Leute. Das finale Rennsetup bis auf Reifen steht von meinem Cube. Dann werde ich die Rennen bestreiten. Reifen tausche ich immer je nach Strecke. Und ich denke mal, ich zeige euch das jetzt und dann gehen wir noch Trails ballern. Dann können wir das Rennsetup mal gemeinsam unter die Lupe nehmen. Seit dem letzten Video mit der Set ist noch neu dazugekommen, kürzere Kurbeln und eine andere Sattelstütze, und zwar eine längere, weil von Werk aus ist da auch 150 mm verbaut. Ich habe jetzt 180 drin und es passt auch perfekt. Also ich komme jetzt auch ein bisschen tiefer mit dem Sattel. 150 war einfach zu wenig, obwohl das Rad Größe L ist. Ich hatte einfach zu wenig Beinfreiheit. Das ist einfach so. Außerdem, die Fox musste sowieso in Service und da habe ich mir gedacht, ach komm, kaufst du einfach gleich eine passende. Ja, also, let's go. Steht das schicke Ding. Schön im Scheinwerfer liegt. Ja, also, die Set vorne. Hat auch neue Decals gekriegt, passend zu der weißen Feder am Dämpfer. 160 mm Charger 3, 29 Zoll, logischerweise. Wir haben die Hayes Dominion Bremsen, Sixpack Millennium Alulenker und Millennium Vorbau. 35 Sattelstütze, 180 mm One-Up. Das Lustige ist, von dem SLT-Modell ist jetzt nur noch das Sattel übrig, weil der ist echt gut. Der funktioniert prima, der passt an meinem Arsch wie Arsch auf Eimer. Dann habe ich auch die Transmission-Kurbel gekauft in 160 mm, 165 ist von Werk aus dran. Habe ich als zu lang empfunden, ich bin öfter mal aufgesetzt. Ja. Ich fahre 203er Hayes-Scheibe hinten und 203er Hayes-Scheibe vorne. Dann die D-Max, E-D-Max Laufräder von Mavic. Ja, die Transmission GX, opa, ist an dem Rad verbaut. Ja, super geiles Ding, absolut anstandslos glücklich mit dem Teil. JDX mit einer 500 bis 610er Waldfeder drin. Die Progressive funktioniert absolut gottlos gut. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Mit der Gabel zusammen hätte ich kein besseres Upgrade an dem Rad vollziehen können. Jetzt hat das Ding einfach aufgewertet von der Fahrcharakteristik. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das Rad fährt jetzt so gut. Es liegt einfach noch satter und ist einfach viel, viel schneller. Gerade durch die Sepp. Habe ich ja nochmal einen Zentimeter mehr, die Front hochkommt und einen Ticken flacheren Lenkwinkel. Es fährt sich so gut. Also ich bin mittlerweile mit dem Rad wunschlos glücklich. Jetzt habt ihr mal alles gesehen. So, aktuelles Magic Mary hinten drauf in Soft und Techichan in Ultrasoft vorne. Das ist eigentlich falsch rum. Eigentlich konnte Magic Mary nach vorne, Techichan nach hinten, aber ich hatte keinen soften Techichan mehr. Und Ultrasoft hinten, das kannst du nur bei Rennen fahren, weil das fährt sich so schnell runter. Ja, das war's eigentlich. Mehr gibt's nicht zu sagen, dann fahren wir jetzt Trails und dann wünsche ich viel Spaß. Let's go! Junge!
Spaß eingesurft, oder? Geil. Von wegen, E-Bike ist hier easy. Wir fahren seit 5 Minuten sowas hoch. Mal gucken, was das wird. Full blind, ich habe keine Ahnung, noch nie gefahren. Geblockte lose Steine. Alter, siehst du gar nichts. Okay. Kommt hier irgendwas, was man wissen muss? Gut. Das reicht mir. Ja, gut. Ich habe wieder keine Ahnung, was hier kommt. Alter! Alter, wie auf rohen Eiern. Das ist richtig nervig. Ich weiß es nicht. Boah, ist feucht hier. Ah! Hast du überholt, Thomas? Einfach improvisieren. Thomas! Ja.
Alter, der hat gescheppert. Wenn du das erkennst, ey! Oh, viel Lohm ist hier aber auch nicht mehr. Oh, Thomas. Da war wieder Linienwahl.
Verdammt! Los! Okay. Alter. Was ein Hammertag. Mega geile Trails, mega geile Jungs. War ein super guter Test vom Rad. Und ja. Für uns geht es jetzt zum Auto, für euch geht es in ein weiteres Video, denn hier seht ihr jetzt noch meine Endcard. Links geht es zum weiteren Video, rechts könnt ihr mich abonnieren, das wäre zuckersüß und wer bis jetzt dran geblieben ist, ist der geilste. Macht's gut und ciao.